Hallo zusammen und willkommen zurück zu City Skylines. Weiter geht's. Und ich habe noch mal ein bisschen was geändert. Letztes Mal war dieses Monster hier gebaut. Ich hatte aber gesehen, dass sich das Ganze hier vorne staut, weil das Problem ist hier an der Stelle auch, dass sich quasi drei Spuren zu zwei Spuren aufteilen. Und wenn hier quasi ein riesiger Haufen von Autos kommt, die eigentlich nur so drum fahren wollen. Ah, ich sehe schon, jetzt staut sich an der Stelle. Dann ist es ein bisschen wenig, glaube ich. Also jetzt ist es folgendermaßen... Warum fahren denn da so viele Autos her? Das ist voll gut. Wie viele Autos einfach von hier kommen, wo nichts ist? Jetzt gehen zwei Spuren nach rechts, eine geradeaus. Die Geradeausspur ist zum Abfahren. Also die fahren dann in den Kreisverkehr rein und die zwei, die nach rechts führen, fahren hier raus. Und man sieht schon, geiler Stau an der Stelle wieder. Ich glaube, hier werde ich den Traffic Manager nochmal ganz kurz einsetzen, bevor wir uns dann drüben auf das... wie heißt es? Auf das Industriegebiet stürzen. So. So, dann ist die eine Spur auf jeden Fall immer frei. Ich hoffe, der Rest funktioniert dann einigermaßen. Ja, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Muss ich natürlich noch ein bisschen abbauen hier an der Stelle, weil die meisten Autos wollen natürlich weiterhin auf der großen Autobahn geradeaus fahren. Hat schon drüber nachgedacht, ob wir nicht hier noch eine Auffahrt dran machen. Also irgendwie so, dass hier noch einer so abgeht, aber dann wollen wahrscheinlich alle Autos hier drüber fahren, dann fährt keiner mehr da drüber. Muss nicht unbedingt gut sein. Oder macht hier so rüber und da dran? Also man kann auch mal von links reinkommen in den Autobahnen. City Skylines ist egal. Ich sage ja immer, weil manche das halt immer bemängeln, ich sage von wegen, das sieht ja nicht aus wie Original oder das so ist das ja auch nicht in echt. Aber es, die Sims, wenn ich sie so nennen darf hier, die verhalten sich ja auch nicht wie normale Leute. Also die sind ja nun mal ein bisschen beschränkter. Weil die KI halt auch nicht so gut ist. Und deswegen muss man passend zu der KI halt Sachen bauen. Obwohl ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt hier ein Vorzeigemodell von City Skylines. Ich spiele es halt sehr, sehr gerne. Versuche so zu bauen, wie ich halt möchte, dass die Stadt ein bisschen einigermaßen cool aussieht. Manches ist halt ein bisschen straight. Genau wie hier mache ich es jetzt extra gerade. Weil das große Problem, was jetzt hier, glaube ich, an der Stelle ist... So. Und das hier machen wir mal ein bisschen so rein. So. Große Problem an der Stelle ist, wenn ich die halt ein bisschen geschwungen baue, diese Straße, dann kann ich da gar nichts mehr anbauen. Weil dann der Radius innen wahrscheinlich blöd ist. Und weil diese Industriegebäude einfach so groß sind, muss man da ein bisschen wirklich gerade bauen. Sonst klappt es einfach nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich erzähle keinen Müll. Und dann verbinden wir das. Ab geht's. Ja, fast gut. Ja, der müsste eigentlich noch zurück hier. So. Okay, jetzt ist gut. Hier geht's lang. Jetzt brauchen wir hier das Hauptgebäude für Ölindustrie. Und wir müssen hier noch Ölindustrie anmalen, beziehungsweise Bescheid sagen. So. Übrigens noch kleiner Tipp, wenn ihr Stadtteile bemalt, bemalt die vorher, wenn ihr wirklich schöne runde Stadtteile haben wollt, weil wenn ihr schon Straßen habt, dann will der Pinsel sich quasi immer an die Straße heften und dann habt ihr das so krüsselig wie hier am Rand, so. Das ist dann immer ein bisschen blöd, der Layetteplatz, egal. Und der Stau geht hier eigentlich ganz gut vonstatten. Also hier ist so gut wie kein Stau mehr in dem ganzen Gebiet. Klar, ein bisschen zäh fließender Verkehr. Aber so richtig, dass man sagt so, oh mein Gott, da muss ich was machen, das ist nicht mehr der Fall. Das ist jetzt hier bald der Fall wieder. Aber mit der Spurenautomatik geht es jetzt auch da. Perfekt. So. Industriegebiet. Haben wir zwar angemalt, aber noch nicht gesagt, dass eins ist, ne? Erstelle und modifizieren Sie ein Industriegebiet, im Sinne, Sie es übermalen. Was habe ich denn jetzt hier gemalt? Den Hamiltonplatz. Oh nein! Ein Stadtviertel gemalt? Ne, gar nicht, muss hier nur Bescheid sagen. Ölindustrie. Blub. Aber ich glaube, das war egal, ne? Aha, ist jetzt auch Latte. Pass auf, Ölindustrie haben wir hier. Boah, hier ist ja richtig fett Öl. Wir brauchen Ölindustrie-Hauptgebäude. Ein super kleines Gebäude. Die managen alles. Das sind so die Manager hier in dem ganzen Gebiet. Oh, herzlichen Glückwunsch! Könnt ihr hier rüberziehen, ne? Ich habe eine kleine Ölpumpe, Ölschlamm, Pyrolyseanlage und ein kleines Rohöltanklager. Ja, pyrolysen wir mal alles.
Ja, Strom ziehe ich mal einfach hier rüber. Ich glaube, das geht auch einigermaßen fix hier, die Anlage. Dann setzen wir hier nochmal das, ja genau, die kleine Straße. Gerade durch. Und daran dann unsere Öldinger. Ich habe jetzt auch, wer sich wundert, warum Öl nicht weniger wird, damit ich halt vernünftig bauen kann. Und auch nachhaltig bauen kann. Hä, nicht im Industriegebiet? Ah, ich sehe schon. Oh Mann. Peter ist ein Amateur. Ich mache ganz kurz Pause. Das Industriegebiet ist jetzt hier in der Mitte drin. Das ist natürlich geil. Ich kann es auch größer machen. Perfekt. So, der Hamilton. Und da machen wir jetzt ein bisschen mehr hier. Pass auf. Ah, geht doch. Das ist unser Industriegebiet für Öl. Jetzt haben wir es aber. Zum Glück habe ich das die Folge noch gemerkt. Dann wären meine Kommentare voll gewesen. An Leute, die mir helfen wollen. Dankeschön. So, und jetzt kann ich auch die Pumpen setzen, richtig? Also ich habe quasi die Pumpen dran, dass es so bleibt. Oder dass das Öl so lange abgebaut werden kann, wie Öl da ist. Sonst ist das irgendwann weg und ich müsste alles wieder abbauen und dann wäre gut. Damit man halt Industries richtig weit bauen kann. Ich glaube, das war der Radius, wo die Pumpen, ne? Ja genau, pumpen mal richtig hart ab. Und wir gucken jetzt mal Paralyse. So finde ich das super übersichtlich, ne? Das andere ist so unübersichtlich komplett. Oh, kann ich das hier hinbauen? Ne, kann ich doch nicht hier hinbauen. Das ist doch das andere Gebäude, oder? Ne, gar nicht. Das sind nur Bäume. Doch klar ist das andere Gebäude, was ist das denn? Oh. Wollen wir noch mehr Paralyse? Zack. Öl wird zu Erdöl. Okay. Und wenn wir da schon mal pumpen, ja, dann können wir auch hier pumpen. Wenn die halt so ein großes Gebiet einzäunen, dann können wir auch hier pumpen. Dann aber auch mit der kleinen Straße hier. So, dann machen wir eins da oben nämlich an die Ecke und eins an hier unten. Sind die so ein bisschen auseinander? So, Öl haben wir hier. Ja, ich glaube, wenn man da dran bleibt, also wenn man das relativ aneinandergereiht aufnimmt und zubaut und nicht so wie ich so alle paar Tage mal spielt, ist es, glaube ich, auch ein bisschen besser, wenn man dann da drin ist. So, so ist doch schön. Und wir machen eine Ölschlammparalyse noch. Keine Ahnung, was ich hier tue. Da muss das auch hier in der Mitte, nicht genug Rohstoffe. Ne, ist eigentlich nur der Radius für Krach, ne? Aber wir machen es mal näher dran. Ist der Weg natürlich. Oh, da geht's ab! Da kommen sie! Hier muss sie hin. Oder fahr einfach irgendwo hin, kannst du auch machen. Fortschritt! Ich habe keine Ahnung, wo die hinfahren. Kreuzungen aus. Oder die fahren jetzt dahin, weil das gerade noch da war. Beobachten wir sie mal. Oder die fahren irgendwo hin. Kann natürlich auch sein. Wohin will er denn? Oh. Exportiert Ölprodukte. Okay. Kann man natürlich machen, kein Problem. Der exportiert gerade Öl. Verkauf von Fässern und Verkauf von Erdöl 0. Plastik wird hier gemacht, alles klar. Los geht's. Wie da jetzt gar keiner mehr wohnt an der Stelle. Ah genau, hier wollte ich ganz gerne noch eine Straßenmeisterei bauen. Aber mal Postviertel. Oh, hui. Vergesst das immer. Großes Amazonenlager. Wir haben zwei Poststellen. Ah. Ich glaube, hier muss eine rein, hier so mittendrin. Vor allem finde ich es geil, weil es im Post macht voll Krach so. Weiß ich gar nicht, warum macht das denn Krach? Ja, können jetzt alle eure Briefe verschicken. So, das haben wir fertig. Hier oben ist sowieso eine Poststelle drin.
Das ist noch ein kleines Industriegebiet. Hier haben wir uns so lange nicht mehr drum gekümmert, ne? Das ist so geil. Mehrere Probleme, was ist denn los? Geht's jetzt leer? Gebäude leert sich, okay. Die können mehr schaffen. Das ist auch fast voll, okay. Die schieben ihren Müll immer hin und her, das ist voll gut. Ah, Müllanlage. Brauchen wir hier an der Stelle auch noch. Recycling. Nur noch 31.000 plus. Meine Güte. Hui. Ah, genau. Eine kleine Polizeiwache noch. Polizei. Feuerwehr. Was haben wir noch? Das war's, ne? Straßenmeisterei wollte ich noch haben. Die war, glaube ich, bei Straßen. An der Mautstelle hier, Straßenmeisterei. Finde ich eigentlich ganz cool, wenn das in so einem Gebiet hier ist, weil dann können die richtig Gas geben. Also weil das hier eh mehr so ein Versorgungsgebiet hier ist. Boah, sieht aber so geil aus, ne? Road Maintenance. Hier können sie 60 fahren. Uiuiui. So, die reparieren die Straßen. Dadurch erhöht sich die zugelassene Geschwindigkeit auf den Straßen um ein paar Prozent. Boah, nur noch 25.000. Ich werde ins Minus gehen. Boah, man hat eigentlich nur, also ich baue im Grunde eigentlich nur eine Industriestadt gerade, ne? Also ich gehe nicht großartig auf Bewohner, ich gehe einfach hier nur auf Industrie. Hier, guck mal, brauchen noch ein paar Arbeiter. Arbeiter bis zur nächsten Stufe. Ah, wir müssen noch Rohstoffeinheiten produzieren. Arbeiten tun wir schon genug. Und sind nur im Minus. Und wir importieren gerade. Ah, da sieht man es auch. Langsam steige ich hinter. Na, guck mal, importiert wird am wenigsten an der Stelle. So, wie sieht's hier aus? Hier wird gar nicht importiert. Also sie haben ohne Ende, haben wir Erz. Glas, 800 Arbeiter noch. Metalle müssten wir eigentlich herstellen aus dem... Ja, eigentlich könnte man noch sowas hier bauen. So krass eigentlich. Die haben einfach unglaublich viel, ne? Gedöns. Ja, ist ein neues Erzgebiet jetzt am Start. So, gerade mal durch. Geile Straße hier, so eine Industriestraße wieder. Die ist aber echt cool. Ich mag die. Ich mag Industriestraßen an der Stelle. Und eine coole Fabrik noch. Für Erz. Da ist er. Was ist das? Glasfaserfabrik. Mache ich Glas schon? Woraus wird das hergestellt? Auch aus Erz. Jo, dann machen wir noch mal ein bisschen Glasfaser, was? Oh! Ah, Feuerwehrhaus, dachte schon. Wo ist dann auch so? Ah, ne, da ist so eine Weste dran wegen Ohr One. Ich habe hier eine Richtlinie an. Verbesserte Sicherheit. Brauchen wir nicht. Tschüss. Kostet nur Geld. Wer braucht schon sichere Arbeiter? Ah, da wird auch Glas gemacht. Okay. Glasfabrik, Glasfaserfabrik. Wo ist denn der Unterschied? Erz? Ist das die nächste Stufe, ne? 85 Leute? 8.000 oder 9.000 pro Woche? Ah, macht das Doppelte was. Okay. Und wenn wir schon mal dabei sind, ausgewogen, füllen, leeren. Ah, man sieht auch alle anderen. Boah, ich finde immer so geile Knöpfe auf einmal. Okay, Erz brauchen wir. Also wir können weiterhin noch mehr Erz verarbeiten. Wollen wir nochmal machen, ne? 29.000 wieder am Start. Das ist hier Sandspeicher. Oh, Erzindustrielager. Wow. Was kostet das eigentlich? Ich baue immer alles. 72 pro Woche. Guck mal hier auch, kann ich hier hinbauen, sagen die. Und dann bin ich da in den anderen Gebäuden mit drin. Was soll das denn? Das ist ja schön, dass ich das da hinbauen kann. Aber eigentlich kann ich es da nicht da hinbauen. Da auch.
Bau ruhig hin, bau ruhig. Und dann bist du aber im Haus hier. Ist ja egal. Vielleicht kann ich es ja hier hinsetzen. Wobei so ein Lagerhaus jetzt an der... Ja, okay, kann man... Oh! Was ist das? Ah, kleiner Bohrturm. Tupperwarenfabrik. Oh, bauen wir direkt aus. Tupperware, Junge. Da auch. Der macht noch niemals mehr die Bäume weg, die da stehen. Warte, Rückerstattung. Habt ihr gesehen? Was ist denn jetzt hier kaputt? Ich hab's kaputt gemoddet. Ich kann aber alles überleben. Ah, ich weiß warum. Nicht deswegen, oder? Oh, Stufe 4 erreicht. Papierfabrik. Oh, jetzt geht ab. Ah doch, genau das war's. Deswegen kann ich alles irgendwo hinbauen, wo ich möchte. Was absoluter Bullshit ist. So, Öl- und Industrie. Hallo, wie geht's Ihnen? Ich habe gesehen, Sie haben Ihr Gebäude upgegradet. Nice. Erdöl, Öl. Wir importieren nix. Und ansonsten wird halt Erdöl gemacht. Okay, cool. Jetzt machen wir mal die Bohrtürme wieder weg. Schön. Das sind ja kleine Bohrtürme, die können ja nix, ne? Jetzt machen wir große dahin. Beziehungsweise ein kleiner Bohrturm. Gerade bei irgendwas. Ich glaube, die fördern mehr. Cool. Ja, ich glaube, hier könnte man sogar noch mehr hinbauen. Also den können wir am besten hier hinbauen und dann einen noch hier hin. Machen wir doch glatt. Ah ja, ein Müllzentrum hätte ich ganz gerne auch noch hier. Ein kleines vielleicht erstmal. Straße noch dabei. Und hier dann ein Ölturm nochmal. So. Okay, Öl wird jetzt gemacht. Alles gut. Und dann kann ich weiterverarbeiten. Ne? Ölschlamm, die haben wir schon. Eine Petrochemiefabrik. Petrochemiefabrik. Ja, machen wir da eins hin und da eins hin. Öl wird zu Plastik, Öl wird zu Erdöl. Wir lassen es mal, wir gucken, was rauskommt. Plastik, alles gut. Können wir denn noch mehr hier bauen? Ich glaube nicht, ne? Plastik? Doch, doch, hier, Öltanks. Oh! Rohöl-Lagerhöhle. Ein umzäunter Bereich mit Pumpenstationen und anderen Geräten zur Förderung von Rohölmaterialien in großen unterirdischen Lagerhöhlen. Lagerhäuser können außerhalb des Industriegebiets platziert werden. Ja, macht gar keinen Sinn, oder? Also das außerhalb des das Gedöns jetzt so positionieren. Und wir machen hier noch ein Öllager hin, so in der Mitte. Und legen jetzt mal die Stromleitungen neu. Also können wir auch eigentlich lassen. Also man kann das jetzt hier oben hin tun, würden ein... Ja, ne, komm. Sparen einen Turm, passt aber. Okay, Rohölindustriegebiet läuft. Finde ich gut, gucken wie weit wir kommen. Genug Arbeiter haben wir, wir müssen eigentlich nur noch Einheiten verkaufen. Holzabteilung haben wir auch geupgradet und Erze läuft immer noch. Wo war denn nochmal das Hauptgebäude? Sieht so mickrig aus, ne? Ja, da brauchen wir echt nur Arbeiter, krass. Mehr Arbeiter, mehr Spaß. Aber kann man alles upgraden. Sind bei 34.000. Nächstes Mal würde ich ganz gerne Papierabteilung weitermachen. Und mal gucken, was da weiter rauskommt. Da haben wir jetzt auch die nächste Stufe erreicht. Und was haben wir hier? Nein, bitte. Ich kann das Fenster nicht rüberziehen. Schnittholz und Papier. Ein bisschen wird importiert an Sachen. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Baumfarmen und noch ein paar andere Sachen. Also, vergesst nicht zu bewerten. Bis zum nächsten Part. Tschüss.